Ja, hallo meine lieben Zuseher hier auf GeoLeben TV. Schön, dass Sie heute hier wieder mit dabei seid. Was sagt's denn zu dem wahnsinnig cool abgestimmten Brillchen mit dem, was ich anhabe? Ich bin ja echt unglaublich, ja, ein Trendsetter vor dem Herrn. Ja, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist zu diesem neuen Video. Ja, offensichtlich bin ich gut gelaunt, draußen scheint die Sonne und ich sitze da vor der Kamera in meiner Hexenküche. Ja, warum denn auch nicht mal? Einmal ein bisschen was anderes im Hintergrund als immer nur diese grüne Wand, wo man dann viele Bilder hier projiziert, was auch immer. Nein, ich sitze heute auf jeden Fall mal in meiner Hexenküche, um mich einfach auch hier mit dem Thema Bohr, Zirbeldrüse und Aufbruch in eine sogenannte neue Zeit hier einfach auch mal kitschenmäßig auseinandersetzen zu können. Bin immer noch ganz begeistert von dieser farblichen Abstimmung. Ja, Bohr, Zirbeldrüse und Aufbruch in eine neue Zeit ist wohl jetzt auch der sogenannte Arbeitstitel dieses Videos. Ja, das Spurenelement Bohr ist ja nun nichts Neues und wir wissen, dass es vor allem in früheren Zeiten schon ein gern verwendetes Mittel mit dem Namen Borax war. Es durfte quasi in keinem Haushalt fehlen und genau deswegen, weil es im Haushalt auch in der Papier-Holzindustrie verwendet wird, assoziiert man dann auch meistens damit, dass es eben auch nur im Haushalt in der industriellen Verwendung eben seinen Platz hat, dass es eben auch als Mittel für die Gesundheit gelten könnte, das passt dann nicht mehr so wirklich so richtig in die Schubladen von vielen Menschen. Ja, Borax ist Haushalt und Industrie und damit fertig und basta. Doch ihr wisst, Schubladendenken hat uns noch nie wirklich weitergebracht und deswegen schauen wir, und das machen wir am besten, würde man sagen, nach dem Intro, ob es uns in dieser Zeit weiterbringen kann oder ob wir doch eher bei der Verwendung für den Haushalt und für die Industrie bleiben sollten. Ja, meine lieben Freunde, hier bin ich wieder, euer Geo von GeoLeben TV mit der blauen Brille und von Bewusst Gesund bei Geo. Ja, natürlich bleiben wir nicht im Schubladendenken, das ist ja mal das Logischste vom Logischen. Ja, für das haben wir uns einfach schon viel zu sehr mit Bohr, mit Borax und mit vielen anderen Dingen beschäftigt, als dass wir zu diesem Thema einfach in gewissen Schubladen bleiben und fertig. Ja, bezüglich einer genaueren chemischen Beschreibung über Borax und Bohr selber verweise ich einfach mal vor allem auf das Video, welches ich hier oben verlinken werde. Und wenn ich das in der Eile beim Hochladen vergesse, einfach auf meinem Kanal schauen und Borax eingeben, dann kommen auf jeden Fall mal drei Videos, die als Basiswissen auch auf jeden Fall eine gute Grundlage sein können. Hier jetzt einfach noch mal kurz beschrieben, was ist jetzt einfach mal Borax. Ja? Borax ist quasi das Natriumsalz, das Natriumsalz der schwachen Borsäure und durch das Natrium hat eben die Borax-Lösung einen pH-Wert von 9 bis 10. Das ist ziemlich viel. Es ist auf jeden Fall stark basisch, stark alkalisch und im Magen reagiert dann Borax mit der Salzsäure zu Borsäure und Natriumchlorid. Borverbindungen werden ja rasch und fast vollständig mit dem Urin wieder ausgeschieden und Borax enthält eben 11,3% reines Bohr. Ja, kommen wir nun jedoch weiter zu Borax und unserer Zirbeldrüse. Vor allem geht es auch hier immer wieder darum, dass unsere Zirbeldrüse einfach, dass diese entkalkt werden sollte. Genau, entkalkt. Und vor allem ist der rote Faden wichtig, der da lautet, Bohr, Zirbeldrüse als krasse Unterstützung für den sogenannten Aufbruch in eine neue, bessere Zeit. Ja, das heißt, wir sollten uns eben mit der Zirbeldrüse etwas beschäftigen und nicht einfach nur von der Zirbeldrüse als das dritte Auge zu höherem Bewusstsein sprechen, sondern uns auch einmal
einfach mal eine rein anatomisch-biochemische Betrachtungsweise gönnen. Ja, rein anatomisch und biochemisch nämlich betrachtet ist die Zirbeldrüse nicht größer als mal so, ne, so 7 bis 8, 9 mm lang und ein paar Millimeter breit. Und sie sieht eben einem Zapfen der Zirbelkiefer ziemlich ähnlich. Deswegen logischerweise dann eben auch der Name. Ja, in der Zirbeldrüse produzieren sogenannte Feedbackzellen die Pinealozyten und diese produzieren das Hormon Melatonin. Und dieses Neurohormon Melatonin, das wir alle wo wir ja im normalen Gebrauch vom sogenannten Schlafhormon sprechen, wird eben auch nur bei Dunkelheit gebildet und dann im Blut im sogenannten Liquor, dem Hirnwasser, freigesetzt. Ja, und in diesem Liquor also beeinflusst Melatonin den sogenannten Schlaf-Wach-Rhythmus. Das sagt uns dann quasi an, wann wir wach sein sollten, wann wir zu müde oder wann wir müde sein sollten. Ja, da haben es eben Menschen, die abends arbeiten, ein bisschen schwieriger oder eben genau deswegen spricht man auch davon, wenn hier der Biorhythmus einfach durcheinander gerät, weil wenn ich abends oder nachts eben nicht schlafe und wach bin, dann ist natürlich mit der Melatoninproduktion ein bisschen schlecht. Ja, haben wir dann zu wenig Melatonin, weil die Zirbeldrüse aufgrund einer möglichen Verkalkung eben auch zu wenig Melatonin produziert, kann es dann eben auch sein, dass man einfach immer und immer wieder zu wenig Schlaf abbekommt oder auch an ganz krassen Schlafproblemen leidet. Die Frage, die sich mir und wohl auch dir jetzt einfach mal stellen wird, an was mag es denn wohl liegen, dass unsere Zirbeldrüse hier so zu verkalken droht? Hier einfach mal auch gleich vorweg im Video mit dem Namen Borax und Zirbeldrüse entkalken. Du wirst es jetzt schon denken, was ich natürlich hier oben verlinken werde, ja, sind die Gründe des Verkalkens ganz, 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 ganz genau beschrieben. So beschreibe ich auch in diesem Video genau, warum eben die Zirbeldrüse hier so eine bewusstseinsverändernde Rolle spielt und eben auch als das dritte Auge, als das Tor zu höherem Bewusstsein gesehen wird, wobei wir uns das natürlich jetzt auch ein bisschen anschauen, damit wir so ein bisschen Ahnung davon haben. Ja, nur so viel jetzt einfach auch mal, das Verkalken der Zirbeldrüse hat wohl ziemlich gesichert etwas mit Zähneputzen zu tun, also nicht mit den Zähneputzen an und für sich, nicht die Bewegung macht die Zirbeldrüsen verkalken, sondern das mit was wir eben putzen, mit welchen Mittelchen wir putzen. Eingeweihte werden wissen, wovon ich spreche. Ich möchte so gewisse Schlagwörter nicht in den Mund nehmen. Und als zweiten Grund kamen hier einfach auch die immer dichter werdende, die immer höher werdende Magnetfeldstrahlung einfach auch hier mit ins Boot nehmen. Also all das sind Gründe, die offensichtlich dafür sorgen, dass unser Zirbeldrüschen, das ja wirklich nur so klein ist, zu verkalken droht und dann einfach ihre Arbeit nicht mehr gescheit machen kann. Ja, und warum wird die Zirbeldrüse auch als das Tor oder dritte Auge für höher werdendes Bewusstsein gesehen? Machen wir mal ein großes Fragezeichen. Ist auch eine Frage, die ich hier stellen möchte und der wir so weit als möglich auf den Grund gehen werden. Grundsätzlich ist einmal unglaublich interessant, dass eben die Zirbeldrüse mit unseren Augen, mit unserer Netzhaut verbunden ist und deswegen auch unterscheiden kann, ob es Tag oder Nacht ist. Natürlich kann man diese Sache mit dem dritten Auge auch der reinen Esoterik zuordnen, jedoch kommen auch sehr plausible Hinweise und Beweise aus sogenannten Nahtoderfahrungen, welche eben durch die Chemikalie Dimethyltryptamin, abgekürzt dem bekannten DMT, ausgelöst werden. Ja, hochinteressant zudem ist auch, dass DMT sowohl Melatonin als auch Serotonin in seiner Struktur sehr, sehr ähnlich ist. Dieses DMT kommt auf natürliche Weise in einigen tropischen Vegetationen vor, wie zum Beispiel im sehr, sehr bekannten Ayahuasca und kommt eben auch im menschlichen Körper selbst vor. Ja, es wird ja vermutet, dass das gespeicherte DMT unmittelbar vor dem Tod von der Zirbeldrüse freigesetzt wird, sodass eben Nahtodüberlebende von diesen typischen Out-of-Body-Erfahrungen
und mystischen Visionen berichten. Also wenn Menschen immer wieder davon berichten, dass sie sich quasi außerhalb ihres Körpers selbst beobachtet haben und seit dieser Erfahrung völlig angstfrei vor dem Tod eben auch sind, was auch durch einen schweren Schock bzw. durch eine schwer traumatische Erfahrung eben auch teilweise ausgelöst werden kann. Zwar gibt es keine empirischen Beweise, dass die Produktion von DMT mit der Zirbeldrüse verknüpft wurde, aber seine Verbindung mit Melatonin, aus dem es ja auch gemacht wird, legt nahe, dass eben eine Verknüpfung mit der Zirbeldrüse auf jeden Fall bestehen kann. Ja, DMT soll auch beim Träumen und auch bei der Meditation gebildet werden, was also auch den bewusstseinserweiternden Erfahrungen durch Meditation auch mal einen Namen geben würde. Also ich meine damit, dass es nicht einfach irgendwie, ich meditiere und dann wird das Bewusstsein bla bla bla, sondern dass man es hier ganz klar nachvollziehen kann. Ich meditiere, DMT wird gebildet und durch DMT gibt es dann eben diese bewusstseinssteigernden Sprünge. Ja, auch bei der Geburt soll eben auch DMT gebildet werden, was ja auch aufgrund der sehr starken Schmerzen so richtig viel Sinn machen würde. Ja, was ich auf jeden Fall noch extrem interessant und wichtig befinde, ist, dass die DMT-Produktion gerade eben auch in der Pubertät am stärksten ist, da es mit der Fortpflanzung der Menschen im Zusammenhang gebracht wird. Mit einem Wort, damit sich der Mensch auch fortpflanzen will, braucht es DMT. Leider wurde eben auch beobachtet, dass die Zirbeldrüse gerade während oder nach der Pubertät zu verkalken beginnt. Ist schon ein bisschen eigenartig. Es scheint hier auch ein Widerspruch zu sein. Jedoch wird diese eintretende Verkalkung eben auch, wie gesagt, dem Zähneputzen und der Zahnpasta mit dem einen Inhalt zugeschrieben. Und eben auch der sehr, sehr stark steigenden, immer stärker werdenden Elektrosmog-Belastung. Ja? Ja, meine Lieben, dass wir gerade in dieser Zeit sehr danach trachten sollten, unser Bewusstsein zu steigern, um eben auch aus der Angst rauszukommen, um diese Energie für die eigene Stärkung, die Stärkung des Körpers, des Geistes, der Psyche nutzen könnten, ist, so denke ich, wohl allen hier klar. Denn neue Wege werden in der Zukunft einfach gefragt sein und auch ein gewisser Ablösungsprozess von alten zu neuen und höheren Strukturen wird eben ziemlich, ziemlich wichtig sein. Ja, die Zirbeldrüse kann uns auf diesem Weg in ein neues Bewusstsein ziemlich, ziemlich krass unterstützen. Jetzt habe ich es genau dreimal gesagt, das Wort krass, und deshalb macht es auch so richtig viel Sinn, folgende Punkte für sein Leben zu berücksichtigen, um gerade in diesen Zeiten des Ab- und des Umbaus so richtig gut gerüstet zu sein, um sich in seiner vollsten Kraft und Blüte dem Leben zuwenden zu können. Ja, meine Freunde, das ist die Stammlösung. Das ist die Stammlösung. Wie die funktioniert, wird in anderen Videos eben, wie gesagt, auf meinem Kanal beschrieben. Ein Teelöffel, ein Kaffeelöffel hat ungefähr 3 Milligramm Bor. Ich nehme am Tag circa 5 Löffel. Das sind dann circa 15 Milligramm. Das täglich über den Tag trinke ich das in Wasser, 200 Milliliter circa. Und das wird dann über den Tag getrunken, also ungefähr 15 Milligramm. So mache ich es. Es gibt natürlich höhere, niedrigere Dosen. Da muss man sich dann ein bisschen genauer beschäftigen. Aber wie gesagt, die Videos werde ich alle hier verlinken. Ja, meine Freunde, im Vorhinein sage ich schon mal danke für die Aufmerksamkeit und dein Interesse an diesem so wichtigen Thema, wie uns Borax und das Befreien der Zirbeldrüse, das Entkalken der Zirbeldrüse auf dem Weg in ein höheres Bewusstsein unterstützen kann. Was kannst du also tun, um deine Zirbeldrüse gesund zu erhalten und so richtig auf Empfang nach oben zu stellen und zu entkalken? Erstens, sich so weit als möglich von Strahlungen zu befreien, WLAN dann ausschalten, wenn du es nicht mehr brauchst, am besten kein Handy oder sonstiges im Schlafzimmer und
auf Empfang, viel hinausgehen in die freie Natur, in den Wald. Der Wald ist unglaublich gesund und wir wissen gerade eben bei Strahlung schluckt der Wald sehr, sehr viel, also der schützt uns da richtig. Wald ist ein richtig guter Schutzfaktor. Zweitens, entgiften von Schwermetallen sowie eben Fluorid ausleiten und das geht am besten mit Jod, mit Alpha-Liponsäure und eben auch mit Borax. Es gibt da sicher noch einige Möglichkeiten, ja, welches aus dem gesamten Körper einschließlich der Zirbeldrüse dann eben entkalkt. Ja. Borax, um das es hier hauptsächlich geht. Dritter Punkt und was natürlich auch unglaublich wichtig ist, ist einfach die Natur, ist Bewegung, rausgehen, den Stoffwechsel einfach immer wieder in Schwung bringen, bewusstes Denken, bewusstes mentales Denken, Meditation, also auch seinen Geist mental mit den richtigen Nährstoffen zu füttern. Ballast sowie so weit wie möglich loslassen oder gar nicht in den Körper lassen kommen, um hier einfach wirklich gute geistige Nahrung zu sich zu nehmen. Und als vierten und letzten Punkt in dem Falle, als weitere langfristige Entgiftungsmaßnahmen ist natürlich auch die Ernährung natürlich sehr, sehr wichtig. Ja. Pflanzliche Ernährung, bio sich ernähren, ja, so weit wie möglich. Und eben auch der sogenannte Heavy Metal Smoothie, den ich auch hier vorbereitet habe und noch nichts davon getrunken habe heute, um ihn einfach auch hier nochmal vorzustellen. Den Heavy Metal Smoothie, auch von dem habe ich ein Video auf meinem Kanal. Der ist auch sehr, sehr interessant. Einfach auch mal ausprobieren. Dann hat man schon mal sehr, sehr viel für sich getan, für die Zirbeldrüse, für ein besseres höheres Bewusstsein, damit wir eben einfach auch gerüstet sind für diese sehr, sehr spannenden und auf jeden Fall mega herausfordernden Zeiten. In dem Sinne, alles, alles Liebe, euer Geo.